Hallihallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe in der letzten Zeit kräftigst geshoppt, da ich unter anderem neue Sportklamotten brauchte und ich auch ein bisschen was für den Frühling einkaufen wollte. Und ja, am besten ihr holt euch einen Kaffee oder Wasser oder was auch immer ihr trinken mögt, weil es könnte sein, dass dieses Video ein bisschen länger dauert, weil ich doch einiges eingekauft habe, wobei ich dazu anmerken muss, das habe ich mir im Zeitraum von Januar bis jetzt gekauft, also innerhalb von 2 Monaten. Und ja, wie gesagt, was ich da geshoppt habe, das zeige ich euch jetzt und wünsche euch viel Spaß dabei. So, als erstes fange ich an mit den Sachen, die ich schon vor einigen Wochen gekauft habe. Da weiß ich leider die Preise nicht mehr, da ich natürlich jetzt die Kassenzettel nicht mehr aufbewahrt habe. Und ja, das erste, was ich hier habe, ist ein ganz einfaches lilanes Sportshirt von Puma. Hier hinten ist es ganz schlicht lila. Vorne ist hier einmal das Puma-Logo drauf mit Strasssteinchen. Und ja, ich habe es leider noch nicht anziehen können, weil ich noch nicht wieder beim Sport war, seitdem ich es gekauft habe. Ich hoffe aber, dass ich das demnächst dann beim Sport anziehen kann. Dann habe ich mir ein zweites Sportshirt gekauft und zwar einmal bei Adidas Neo in so einer Mint-Grün-Türkis-Farbe. Hier vorne ist halt einmal der Schriftzug Adidas Neo drauf und ja, hinten ist es ganz schlicht gehalten. Hier kann ich euch, wie gesagt, auch leider nicht sagen, was das gekostet hat. Im gleichen Geschäft habe ich dann noch eine Sporthose gekauft. Und zwar einmal diese hier. So grau miniert mit schwarzen Punkten und einem Fussel, der da nicht hingehört. So, von hinten sieht sie so aus. Und was ich auch ganz schick fand, die hat hier so quer auch dieses Adidas Neo, diesen Adidas Neo Print drauf. Fand ich ganz schön. Ich finde Orange und Schwarz, Grau eine schicke Mischung. Und zusammen mit dem gerade gezeigten T-Shirt sieht das auch echt schick aus. Und ja, wie gesagt, bei der Hose gleiches Schema wie eben. Ich weiß leider nicht mehr, was sie gekostet hat. Aber mehr als 20 Euro habe ich pro Teil auf keinen Fall bezahlt. Das weiß ich noch. Also ich bin unter 40 Euro aus dem Adidas Neo-Laden rausgekommen. Und das letzte Sportteil, was ich mir gekauft habe, ist aus dem Adidas Outlet bei uns in der Nähe. Und zwar ist das einmal, ich halte sie falsch rum. Tada. Nein, ich habe sie richtig rumgehalten. Das war doch hinten, was ich gezeigt habe. Und zwar einmal hier so eine auch ganz schlichte schwarze enge Hose. Und ja, hat halt so einen dehnbaren Bund, finde ich ganz schön. Auch die Farbkombination Schwarz und Pink finde ich auch gut. Und ja, hier weiß ich auch leider nicht mehr, was die Hose gekostet hat. So, kommen wir dann zu normalen Sachen, die ich mir jetzt schon für den Frühling gekauft habe. Und zwar, ich greife hier wieder neben mich, ich habe hier neben mir so ein kleines Tischchen stehen. Und zwar einmal von Only, so ein Dreiviertelarm, ja, Shirt, Pulli, wie auch immer. Fand ich ganz schick. Und ja, hinten hat er einmal in der Mitte so eine durchgehende Naht. Ja, fand ich auch ganz schick. Und hier hat er halt noch so ein kleines Detail dran. Sieht angezogen ganz schick aus. Übrigens, ich zeige euch, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, die Teile nicht angezogen, weil das sich einfach so angehäuft hat und ich jetzt nicht so Lust habe, mich jetzt ständig umzuziehen. Sorry dafür, aber vielleicht ist dann einer der nächsten Fashion Hauls wieder mit Try-On, aber heute müsst ihr leider darauf verzichten. Und zwar, ach, ich habe noch gar nicht gesagt, was das gekostet hat. Zwar muss ich dazu noch Folgendes sagen, ich habe mir das gleiche Oberteil noch in einer anderen Farbe gekauft. Und zwar einmal in so einem, ja, es
Das ist die Farbe Marsala. Also wie gesagt, ich habe mir das Teil mit diesem grünen zusammengeholt. Das ist, wie gesagt, genau das gleiche. Und für beide Teile zusammen habe ich 24,95 bezahlt. Es gab bei Only den Tag oder die Woche, weiß ich nicht ganz genau, eine Aktion, wenn man zwei Teile kauft, bezahlt man 24,95 Euro. Einzeln würde man 16,95 Euro für ein Teil bezahlen. Und da habe ich dann natürlich erstmal zugeschlagen, weil mir das eine so gut gefallen hat, habe ich gleich beide gekauft. Und dann das letzte Teil von Only, was ich gekauft habe, ist einmal dieses grüne lange Shirt mit kurzen Ärmeln. Und zwar, ich hoffe, man sieht das, ich wickel das jetzt mal so auf, ist es hinten ein wenig länger als vorne. Und ja, das fällt total schön und in Kombi mit einer Lederimitat-Hose und weißen Sneakern stelle ich mir das echt schön vor. Und ja, deswegen habe ich es gekauft, weil ich halt so eine Hose habe und die weißen Sneaker dazu. Und wenn es ein bisschen wärmer ist, freue ich mich schon darauf, das anzuziehen. Leider weiß ich auch hier den Preis nicht mehr, da ich das schon vor 2-3 Wochen gekauft habe. Ja, so, das war es erstmal dann zu Only. Dann machen wir weiter mit den Sachen, die ich heute geshoppt habe. Genau, heute habe ich einmal dann gekauft diesen, halt, Moment, der hat sich vertüdelt, diesen kuscheligen Cardigan, auch in so einem Masala-Ton. Den fand ich ganz hübsch. Und der hat gekostet 34,95, nicht so ganz günstig. Aber ich denke mal, wenn es ein bisschen wärmer ist, kann man den auch gut als Jacke anziehen und braucht dann nicht noch extra eine Jacke. Und ja, bin auch eher so dann der Typ, der sich so Basic-Teile anzieht und dann einfach Strickjacken überwirft. Irgendwie ist das so mein Ding. Und ja, deswegen durfte eine neue Strickjacke mit. Dann ebenfalls durfte eine neue Jacke mit. Wo stelle ich euch mal eben hier hin? So, Achtung, ich halte es immer. Und zwar in so einem dunklen Grün, Olivgrün, Khaki. Ne, Khaki nicht ganz, aber ne? So, Moment, ich mache sie nochmal zu, dass man sie nochmal in ihrer ganzen Pracht sehen kann. Just a second. Geht zu. Sorry für dieses lange Rumgefummel. So, jetzt halte ich sie nochmal komplett hoch. Und was ich auch ganz witzig fand, ist Folgendes. Man kann die nämlich hier innen, ungefähr auf Taillenhöhe, kann man die von innen nochmal festziehen. Das heißt, man kann sich so ein bisschen das in der Taille ja, zurechtziehen, dass sie so ein bisschen nach unten ausfällt. Und ja, das fand ich eigentlich auch ganz hübsch. Ja, Kapuze ist auch mit dran. Finde ich auch nicht schlecht, wenn es im Frühling dann nochmal regnet, dass man sich mal eine Kapuze überschmeißen kann. Und ja, diese Jacke hat gekostet 59,95, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Wo ist denn der Preis jetzt hier? Hallo? Da, ja, 59,95. Gab es, obwohl hier Only draufsteht, aber es gehört ja mit Vero Moda zusammen. Habe ich übrigens schon gesagt, wo ich das gekauft habe? Nein, habe ich nicht. Ich habe beide Sachen bei Vero Moda gekauft, den eben gezeigten Cardigan und diese Jacke hier. Wie gesagt, 59,95. Dann habe ich mich noch ein bisschen von der Verkäuferin belatschern lassen und passend zu dem Cardigan noch diese Ohrringe hier gekauft. Ich halte sie mal ein bisschen näher ran, aber gut, man kann sie sehen. Für 3,95 Euro kann man mal machen und in der Farbe hatte ich noch keine Ohrringe, deswegen habe ich gedacht, nimmst du mit. Die 3 Euro machen den Bock jetzt auch nicht mehr fett.
Ja, wie gesagt, das war es dann zu meinem Vero Moda Einkauf und dann habe ich mir noch neue Schuhe gekauft. Die zeige ich. Okay. Zwar habe ich einmal diese beiden Schätzchen gekauft. Das ist der Reebok Classic in so einem, ja, in so einem Mintfarben. Ich habe die Schuhe bereits in Weiß und finde die so bequem. Leute, ey, das sind so bequeme Schuhe. Man geht wie auf Wolken, also meine Meinung. Und ja, als ich die dann in diesem Mint gesehen habe, habe ich gedacht, ha, nimmst du die jetzt mit, nimmst du die nicht mit? War vor ein paar Wochen schon mal in dem Laden. Ich habe die bei Roland Schuhe gekauft und habe sie dann nicht mitgenommen, habe mich hinterher darüber geärgert, dass ich sie nicht mitgenommen habe, weil, wie gesagt, man läuft da super drin in den Schuhen. Und für den Frühling in der Farbe sind die auch der Hit. Und ja, jetzt bin ich heute nochmal los und eigentlich nur wegen dieser Schuhe nochmal in die Waterfront in Bremen gefahren. Und ja, ich habe für die Schuhe bezahlt 89,95. Und ja, lohnt sich echt. Also wenn ihr die irgendwo mal seht, diese Schuhe, dann schaut sie euch an, probiert sie an, lauft da ein bisschen mit rum und ja, wenn sie euch gefallen, nehmt sie mit. Ich habe diese hier jetzt gekauft in 41. Bei den Turnschuhen ist es bei mir immer so, dass ich immer eine Nummer größer brauche als normal. Ich habe normal Schuhgröße 40 und ja, also in 41 habe ich es mir. Ich habe sie mir jetzt in 41 mitgenommen. Das wollte ich doch jetzt sagen. Den Shop habt ihr schon? Nee, ne? Und ja, meine Lieben, das war es dann mit meinem kleinen Fashion Haul. Ich versuche euch die Sachen so weit wie möglich, soweit ich sie finde, in der Infobox zu verlinken, damit ihr, wenn euch die Sachen aus dem Haul gefallen haben, da mal schauen könnt, ob ihr sie noch irgendwo ergattern könnt. Die Sachen sind jetzt alle noch aktuell gewesen. Wie gesagt, die habe ich mir jetzt im Laufe von 2 Monaten gekauft. Deswegen denke ich, dass alle Teile noch erhältlich sind. Und ja, ich hoffe wie immer, das Video hat euch gefallen. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal dann wieder dabei seid und sage Tschüss.